Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 18, rund um den Sosalindkogel. Hallihallo, liebe Individualisten, hier ist wieder mal der Chris und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Individuell unterwegs. Ich bin gerade in meiner Heimatgemeinde wieder mal unterwegs. Und zwar ist heute Samstag, der 20. Juli 2013. Und es ist mittlerweile ungefähr 10:45 am Abend. Und ich spaziere gerade mit dem Filou. Das ist der Hund von unseren Nachbarn. Ein bisschen durch den Wald bei uns. Und es ist zwar nicht ganz Vollmond, aber der Mond ist noch ziemlich groß und gibt schön Licht. Es ist wolkenlos, es ist angenehm warm, hat sicher noch so, ich sage mal, 24 Grad oder 22 Grad zumindest. Und ich bin jetzt schon seit ungefähr einer Stunde mit dem Filou unterwegs. Und zwar ganz... Ja, ich wieder auf der Strecke, die ich schon bei der Folge 2 gegangen bin, nämlich, also das war die Tour aufs Hochstöckl und bin unterwegs auf der Forststraße von Labenwalde wieder zurück nach Breitenfurt, also in der entgegengesetzten Richtung wie damals in der Folge 2. Und genieße jetzt noch so ein bisschen den Abend. Weswegen ich mich aber jetzt heute bei euch eigentlich melde, ist etwas ganz anderes. Weil ich habe heute über den Tag ein paar Erweiterungen im Angebot von Individuell unterwegs vorgenommen. Weil es gibt jetzt ab sofort sowohl eine Facebook-Seite als auch eine Google-Plus-Seite zu dem Podcast. Und dort sind auf den beiden Seiten auch schon alle Folgen soweit verlinkt. Und auch in Zukunft wird da immer, wenn eine neue Folge rauskommt, wird das dort verlinkt werden. Und so könnt ihr euch auch im Facebook oder auf Google-Plus darüber informieren. Oder informieren lassen. Wenn es eine neue Folge gibt. Außerdem ist Individuell unterwegs jetzt auch vertreten auf Twitter. Also es gibt einen eigenen Twitter-Account dazu. Ich werde euch dann die Links zu den drei Seiten nachher dann noch in die Shownotes stellen, damit man das leichter findet. Warum habe ich das Ganze gemacht? Hat zwei Gründe. Zum einen erhoffe ich mich dadurch einfach ein bisschen mehr Reichweite. Das heißt, ich hoffe natürlich, dass ich damit neue Hörer erreichen kann. Und zum anderen ist es einfach so, dass ich das ja bis jetzt sowohl im Facebook als auch über Google Plus über meinen Privataccount gepostet habe. Also im Prinzip über die Accounts zu meiner Person, zu meinen persönlichen Accounts. Und das macht auf Dauer einfach keinen Sinn. Und deswegen ist jetzt einfach das Ziel, dass in Zukunft eben über die speziell eingerichteten Seiten bzw. den Account bei Facebook, Google Plus und Twitter eben wirklich speziell für Individuell unterwegs zu machen. Und damit da einfach ein bisschen mehr Ordnung ist und dass man das einfach leichter findet. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf Facebook seid und meine Seite liken würdet. Also es gefällt mir, ist natürlich schön. Auf Google Plus könnt ihr mich
gerne neue Kreise aufnehmen, würde mich freuen. Ich kreise euch dann natürlich zurück, das ist ganz klar. Und auf Twitter, ja, folgt mir einfach auf Twitter. Und für die Zukunft wird das einfach so sein. Also ich habe, es gibt ja für so automatische Posts sozusagen, gibt es ja diesen Dienst Deliverit. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der macht im Grunde genommen nichts anderes, als wie einen RSS-Feed zu nehmen, den zu analysieren und je nachdem, wie man das einstellt, die neuesten Elemente aus dem Feed automatisiert in oder auf den jeweiligen Seiten oder Diensten eben zu posten. Das heißt, man kann den dann verbinden mit Facebook, mit Twitter. Man kann dann sagen, okay, alles, was da neu ist im Feed, soll dann auf der Facebook-Seite oder eben in dem entsprechenden Twitter-Konto veröffentlicht werden. Da kann man dann noch einstellen, was er genau veröffentlicht. Ich habe das jetzt mal so eingestellt, dass einerseits natürlich der Titel von dem Feed-Eintrag gepostet wird, sprich der jeweilige Folgentitel vom Podcast. Dann wird natürlich die Zusammenfassung gepostet. Viel Glück haben. Und dann kommt auch noch, ihr wisst, das erste Foto aus dem Beitrag, dann, oder das erste Bild, nicht das erste Foto, das erste Bild aus dem Beitrag kommt dann eben zu dem jeweiligen Post dann dazu. Warum bin ich das? Ganz einfach, ich möchte versuchen, das eben in Zukunft so ein bisschen zu automatisieren. Das heißt, ich stelle den Podcast online. Ihr wisst ja, ich habe davor, das Ganze auf den Vierzum zu stellen, der ja schon sehr, sehr stark in Richtung automatisiertes Podcast-Publishing unterwegs ist. Also speziell in der Kombination mit Auphonic. Und da ist halt jetzt einfach das Ziel oder der Wunsch, dann eben auch diese entsprechenden Veröffentlichungen auf ja, Facebook, Twitter und Google Plus auch so weit wie möglich zu automatisieren. Facebook und Twitter sind schon soweit eingestellt, wird dann scharf geschalten, sobald der Podcast auf den Vierzum gezogen ist, also ab der Folge 20. Und bei Google Plus bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, weil damit man auf Google Plus Seiten posten kann, müsste man dann einen kleinen Betrag zahlen im Jahr. Ich kann es einerseits verstehen, weil sich natürlich die Server und so weiter auch irgendwie finanzieren müssen. Und der Service ist ja ansonsten praktisch werbefrei. Und vor allen Dingen ist es ja so, wenn man das mal eingerichtet hat und das läuft, dann braucht man eigentlich auf der Seite von Deliverit nicht mehr wirklich vorbeischauen. Und dann ist es natürlich mit den Werbeeinnahmen auch Essig für Deliverit. Von dem her verstehe ich das schon ein bisschen, dass man da eben auch kostenpflichtige Accounts entsprechend machen will oder verkaufen will. Ich werde das jetzt aber im ersten Schritt noch nicht machen, weil ich werde jetzt erst einmal probieren, wie das mit Facebook und Twitter funktioniert. Was er da online stellt, wie die Posts ausschauen. Und danach entscheide ich dann, inwieweit das Ganze eben dann auf Google Plus erweitert wird. Das heißt, wenn das gut funktioniert mit Twitter und Facebook, dann überlege ich mir, ob ich eventuell dieses Paket, dieses kostenpflichtige Paket, das kleinste, was da gibt, dann dazu nehme, um eben auf Google Plus auch automatisierte Posts schalten zu können. Ihr sollt jetzt aber nicht von mir glauben, dass ich eine volle Socke bin oder mich das alles nicht interessiert mit Facebook und Google Plus und so weiter. Aber das Ganze hat einen anderen Hintergrund. Der Hintergrund ist einfach der, ihr habt es ja bei den vergangenen Folgen immer wieder mal mitgekriegt, dass sich so ein paar Verzögerungen einstellen. Weil ich halt einfach beruflich immer wieder mal unterwegs bin, auf Dienstreise oder halt sonst ein bisschen im Stress und so. Und
dann ist es jetzt so, jetzt produziere ich ja den Podcast, meistens am Wochenende. Dann muss ich das Ganze irgendwie online stellen, was jetzt dann eben auch mit den Feeds besser funktionieren sollte und automatisierter funktionieren sollte. Und dann muss ich aber eben das Ganze veröffentlicht. Das ist ja dann soweit eigentlich für das dann sehr fix. Nur ist es halt dann so, dass ich dann jedes Mal manuell ins Facebook einsteigen muss, auf Google Plus einsteigen muss, auf Twitter einsteigen muss und dann jedes Mal diesen Post von neuem hineinschreiben muss. Und das ist einfach etwas, was ich eigentlich nicht will. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil das extrem viel Zeit kostet. Weil, ja, das ist halt jedes Mal, ich sag mal, eine Viertelstunde, die da irgendwie dafür drauf geht. Heißt natürlich jetzt nicht, wenn ich von euch irgendwelche Kommentare oder sonst was bekomme auf den entsprechenden Seiten, dass ich darauf nicht reagieren würde. Also wenn ihr mir was schreibt oder was wissen wollt, mir Fragen stellt und so weiter, dann gibt es da natürlich auch von mir entsprechende Antworten dazu. Also ich werde mich dann natürlich bei euch rühren, das ist überhaupt kein Thema. Aber rein für das Veröffentlichen von dem Podcast soll das automatisiert gehen, aus dem einfachen Grund, weil ich eben das Ganze so weit wie möglich ja so weit bringen will, dass die Podcasts dann auch wirklich immer pünktlich oder möglichst pünktlich veröffentlicht werden. Funktionieren wird das Ganze dann so, eben über den Feed, dass der Podcast selber, also die Folge, produziert wird. Und durch Auphonic durchgejagt wird und auf den Server kommt. Dann ist soweit mal alles vorbereitet. Dann kommt noch eben das Episoden-File. Das habe ich, glaube ich, letzten oder vorletzten Podcast schon mal erwähnt. Komm, Philo. Dass es da dann eben dieses Episoden-File noch gibt dazu, wo dann nochmal ein paar Einstellungen gemacht werden. Also da definiere ich dann zum Beispiel den Artikel. Und erst wenn dieses Episoden-File mit dem entsprechenden Namen am Server ist, erst dann wird dann tatsächlich auch diese neue Folge oder dieser Eintrag in dem Feed und auch auf der Webseite veröffentlicht. Und was ich da dann mache, ist im Prinzip Folgendes. Ich mache das am Wochenende soweit alles fertig. Stell das dann alles auf den Server, benenne aber dieses Episoden-File noch auf einen anderen Dateinamen um. Damit stimmt das Ganze dann nicht mehr mit dem Phonic-Datein zusammen und er veröffentlicht die Folge nicht. Weil eben beides da sein muss, weil er beides finden muss. Und dann, wenn wieder Dienstag ist, dann benenne ich die Datei am Abend um. Das kann ich zum Beispiel auf dem Hotelzimmer ausmachen, weil Hotelzimmer haben wir normalerweise auch immer WLAN und so. Benenne das Ganze um. Das ist eine Arbeit auf, ja, 2 Minuten. Mit Einloggen am Server und Umschreiben und wieder ausloggen. Und dann veröffentlicht der Feed die entsprechende Folge. Und das heißt dann, dass damit dann auch der Feed veröffentlicht wird und über Deliverit dann eben auch entsprechend auf Facebook und Twitter und, wenn es funktioniert, dann eben auch entsprechend auf Google Plus in weiterer Folge dann später mal. Und das hat für mich den Vorteil, dass ich mir Zeit spare und dass ich vor allen Dingen die Folgen möglichst pünktlich rausbringen kann. Und für euch hat es den Vorteil, dass ihr euch darauf einstellen könnt, möglichst gut, wann die nächste Folge tatsächlich kommt. Und das ist im Prinzip der ganze Hintergedanken bei der Geschichte. Und deswegen
möchte ich das eben jetzt versuchen, mal mit den ersten Folgen, die dann über den Fields veröffentlicht werden, das Ganze mal zu automatisieren, soweit das möglich ist. Weil ich dann eben nicht mehr um 10, 11 am Abend, wenn wir ins Hotel kommen am Dienstag, so wie es zum Beispiel diese Woche wieder der Fall war, dass ich also wirklich am Dienstag um 22.45 Uhr oder 22.30 Uhr im Hotel angekommen bin. Und dann brauche ich dort aber nur mehr das Episodenfile umbenennen und die Sache ist erledigt. Den Rest erledigt mir der eine oder andere Webdienst. Eben einerseits der Fields und dann in weiterer Folge der Deliverate. Ihr habt dann pünktlich die neue Folge zur Verfügung. Und damit ist eigentlich uns allen geholfen. Ja, das ist der Hintergedanke, warum ich das eben auch das Ganze so entsprechend umdrehen möchte. Jo, gut. Und nachdem ich jetzt gerade wieder daheim angekommen bin, werde ich jetzt erstmal Schluss machen. Ich werde dann mal in die Podcast-Pause gehen und werde mich dann entsprechend morgen, bin ich nämlich wahrscheinlich nochmal unterwegs, und da werde ich mich dann nochmal bei euch melden. Bis dahin, ich wünsche euch was. Da bin ich wieder. Es ist mittlerweile Sonntag. Genau gesagt, eigentlich Sonntagnachmittag. Es ist ungefähr 2:30. Und ich bin schon in Soos. Es ist in der Nähe von Bad Vöslau, auch im Wienerwald. Und bin gerade unterwegs auf meiner Runde rund um den Soßer Lindkogel. Und habe jetzt ungefähr 2,3 Kilometer schon hinter mich gebracht, habe schon die ersten Anstiege und Gefällestücke hinter mir und es ist ziemlich warm, also ich sage mal irgendwo so zwischen 26 und 28 Grad, im Wald herinnen natürlich auch ein bisschen dunstig, aber das Schöne ist, es ist mal wieder so eine richtig schöne einsame Strecke, bin komplett alleine und geht auch so ganz gut zum Gehen, die Strecke. Wege sind breit. Nur fürchte ich, muss ich das für die Hunde noch mal ein bisschen umplanen. Weil speziell der eine Abstieg zu dem Wasserbehälter runter, das wird wohl nichts werden mit den Hunden. Und ein unnötiges Risiko müssen wir auch nicht eingehen. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt schon unterwegs. Ich bin gerade auf dem Verbindungsweg 448, der mich dann auf den österreichischen Weitwanderweg 04 bringen wird. Dem werde ich dann ein Stück folgen, bevor ich dann in Richtung dem Soßer Lindkogel dann wieder abbiegen werde. Aber das dauert noch ein Rantl und da werde ich mich dazwischen sicher nochmal bei euch melden. Auf alle Fälle ist es heute einfach perfekt zum Gehen, jetzt abgesehen von der Temperatur vielleicht, aber strahlend blauer Himmel, kaum Wind, wobei ein bisschen mehr Wind wäre okay. Zwecks ein bisschen Abkühlung und so. Aber das passt schon so. Ich werde jetzt einmal da weitergehen. Jetzt momentan geht es gemütlich dahin. Momentan ein sehr flaches Stück, wo man gut gehen kann und auch gut vorankommt. Und dementsprechend werde ich da jetzt mal ein bisschen den Weg genießen. Und hole euch dann später wieder dazu. Da wäre ich wieder. Ich bin jetzt schon
fast auf dem Sosa-Windkogel herum. Ich bin also jetzt schon auf dem Weitwanderweg 04, wobei der 448er da jetzt parallel weiterführt, weil das dürfte irgendwie so eine Art Rundweg oder sowas sein. Und ja, so ist das ein super schöner Weg, wunderschöner Waldweg, Pfad. Also das ist eigentlich ein Traum für jeden Wanderer. Nur ich fürchte, dass wir das mit den Hunden nicht machen können, weil der Aufstieg über den 04er da herauf, der zieht sich schon ganz schön. Er ist ziemlich steil und auch ziemlich lang. Jo, mal schauen. So, jetzt habe ich da gerade ein schönes Fotomotiv entdeckt, das mir aber jetzt abhanden gekommen ist. Okay. War ich wohl zu langsam für die Biene. Da habe ich noch eine. Mal schauen, vielleicht geht sich die aus. Wo war ich? Ja, Weitwanderweg 04. Also für die Hunde, wäre es wahrscheinlich kein Problem, aber ich denke mal, dass da ein paar von unseren Leuten wahrscheinlich eher keine Freude haben mit dem Aufstieg. Dementsprechend werde ich das wahrscheinlich da eher nicht mit reinnehmen in die Wander-Challenge. Und deswegen habe ich jetzt auch beschlossen, dass ich die Tour ein bisschen umlegen werde, den Rest der Tour, den ich jetzt noch gehe. Ich wäre nämlich ursprünglich nicht über den Gipfel gegangen vom Klinkkogel, sondern ein Stück unterhalb vorbei. Und ja, weil da eben nochmal ein Anstieg drinnen ist, der dann auch ziemlich steil ist. Und auch dann hinten nach ein Abstieg drinnen ist, der ziemlich steil ist. Und das ist vor allen Dingen das Problem. Aber nachdem ich die Tour sowieso mit den Hunden nicht gehen werde, kann ich diesen Abschnitt machen. Und das heißt, ich werde dann nicht weitergehen auf die Vorstraße unten, die ich ursprünglich geplant gehabt habe, sondern ich werde dem 448 weiter folgen. Und der führt mich dann eben wirklich über den Gipfel vom Sosa-Lindkogel. So, jetzt kommt da der nächste Anstieg. Nochmal hinauf. Über Wurzeln und Steine, also das ist eigentlich schon, kann man sagen, alpin vom Gelände her. Ist ja von der absoluten Höhe her nicht unbedingt, weil ich bin jetzt da gerade mal auf ungefähr 650 Höhenmeter. Aber vom Gelände her würde ich das schon als alpin bezeichnen. Also ich würde mal sagen, das ist zumindest ein C2 von den Stellen, die da drinnen sind zum Teil. Und das ist halt so ein weiterer Punkt, warum wir das wahrscheinlich mit den Hunden eher nicht machen werden. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt ungefähr von der Wegstrecke her schon circa 5,5 Kilometer hinter mir, damit ihr auch ein bisschen einen Anhaltspunkt habt, wo ich gerade bin. Das heißt, ich stehe kurz vor der Hälfte vom Weg, wobei von der zweiten Hälfte kenne ich ja den Großteil schon, also von den zweiten 6 Kilometern
Ja, kenne ich. Sag einmal zumindest 4. Auf alle Fälle schon. Weil das ist eben genau der Abschnitt runter von der Tour von letzter Woche. Vom Hauerberg hinunter zur Becherhütte und dann weiter zur Waldandacht, wo ich dann das Auto stehen habe. Und nachdem es da jetzt ziemlich rauf geht, werde ich euch mal mein Geschnaufe da jetzt nicht weiter antun, sondern werde mich da jetzt mal ein bisschen raufkämpfen und werde mich dann vom Gipfel am Sosa-Lindkogel dann wieder bei euch melden. Ja, hallo, da bin ich wieder. Der Sosa-Lindkogel wäre auch bezwungen. Am Gipfel war ich, habe ein paar schöne Ausblicke genießen können. Die habe ich euch natürlich auch auf Foto festgehalten. Und eigentlich wollte ich ja am Sosa-Lindkogel oben ein bisschen Pause machen. Da oben wäre ja auch ein Bankerl. Aber wie kann es anders sein? Die einzigen Leute, die ich derweil auf dem Weg getroffen habe, sind natürlich genau auf dem Bankerl am Sosa-Lindkogel gesessen. Naja, was zu beweisen war. Ja, also bin ich halt weitergegangen, auch egal. Und bin jetzt noch hier oben am Sosa-Lindkogel, am Plateau, also Plateau, aber halt auf dem Bergrücken. Und bin jetzt unterwegs in Richtung Föslauer Hütte. Die ist auch mein nächstes Ziel. Da werde ich jetzt mal schauen, ob ich da irgendwo einen Platz finde zum Pause machen. Und vielleicht gibt es ja auch dort das ein oder andere Fotomotiv noch zum Ablichten. Der Weg jetzt da herum ist im Vergleich zum Aufstieg auf den Sosa-Lindkogel gemütlich. Geht immer so leicht bergauf, leicht bergab. Aber vor der Föslauer Hütte wird es dann nochmal richtig runtergehen. Und ja, schauen wir mal, wie das dort dann wird, aber wird wahrscheinlich kein großartiges Problem sein, nehme ich mal an. Aber das wird sich dann noch herausstellen. Ich werde jetzt mal den 448er weitergehen, zur Föslauer Hütte. Und dort werdet ihr dann das nächste Lebenszeichen von mir kriegen. Da bin ich wieder. Die Föslauer Hütte habe ich jetzt gerade hinter mir gelassen, habe dort kurz 5 Minuten oder 10 Minuten Pause gemacht, ein Foto geschossen, also den Ausblick, den man von der Aussichtsterrasse weg hat, und bin jetzt unterwegs schon wieder hinunter. Weil jetzt so schon langsam geht's dann wieder der Strecke entgegen, die ich letztes Wochenende schon gegangen bin. Sprich, hinunter zur, Pecherhütte und dann weiter zur Waldandacht.
wo dann das Auto steht. Ich habe jetzt noch ungefähr 2 Kilometer vor mir. Das heißt, die Tour neigt sich so schon langsam dem Ende entgegen. Und der Weg jetzt da hinunter von der Fürslauer Hütte ist sehr, sehr angenehm. Geht nur mäßig bergab. Allerdings war vor der Fürslauer Hütte noch ein mächtiger Abstieg drinnen. Also das ist ein Stück, was, wenn wir es mit den Hunden gehen würden, extrem in die Knie gehen würde. Weil man bergab die Hunde einfach immer bremsen muss. Und ja, ich denke, damit ist die Entscheidung endgültig gefallen, dass wir das mit den Hunden nicht gehen werden. Eigentlich schade um die schöne Landschaft und die schönen Wege, aber da ist einfach das Risiko zu groß, dass da was passiert. Das muss ja dann auch nicht sein. Ansonsten bis jetzt muss ich sagen, der Großteil von der Tour führt mich eigentlich über Waldwege, über Pfade, die natürlich super schön sind zum Gehen. So einen hohen Fahrtanteil wie heute habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Es war nur ein kurzes Stück eben am Anfang vom Wasserspeicher hinauf. War ein Stück zuerst asphaltiert und dann Schotterstraße. Und dann zwischendrin sind immer wieder mal kurze Stücke, die Schotterwege oder so sind. Aber der Großteil sind wirklich Waldwege, Erdwege. Und das ist natürlich super schön. Da kommt so richtig Wanderstimmung auf. So, und jetzt habe ich auch gerade den Abschied erreicht, den ich letzte Woche schon gegangen bin. Das heißt, ich gehe jetzt hinunter zur Pecherhütte und dann weiter zur Waldandacht. Und nachdem ihr das Stück jetzt eh schon kennt, werde ich mich dann auch erst beim Auto unten wieder melden, wahrscheinlich, es sei denn, es kommt jetzt noch irgendwas ganz Spannendes oder Aufregendes dazwischen. Eine Kleinigkeit habe ich aber derweil noch für euch. Und zwar habe ich euch ja im ersten Teil dieser Folge schon erzählt, dass der Podcast jetzt auch eine Facebook- und Google-Plus-Seite hat und bei Twitter ist. Da habe ich aber noch was vergessen, weil der Podcast ist jetzt ab sofort auch in einem neuen Podcast-Verzeichnis eingetragen. Und zwar ist das Podcast-Verzeichnis Podbe, also P-O-D-B-E. Zu finden unter podbe.wikibyte.org, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ansonsten einfach mal Podbe eingeben, dann findet ihr das eh gleich. Dort ist der Podcast eingetragen, auch seit gestern. Und ja, was macht jetzt Podbe anders als wie die anderen Verzeichnisse, bei denen der Podcast schon gelistet ist? Ich sage mal so, der Podcast macht vor allen Dingen eins, oder das Podcast-Verzeichnis. Das Podbe nimmt sich, so wie alle anderen Podcast-Verzeichnisse auch, den Podcast-Feed und generiert daraus mal so den grundsätzlichen Seiteninhalt für die jeweilige Podcast-Seite. Dazu kommt eine Integration vom Podlove-Player, der ja mittlerweile immer weiter verbreitet ist und das zu Recht. Und in dem Podlove-Player werden dann auch die letzten Folgen eingeblendet. Ich glaube, die letzten 10 sind es. Also bei mir sind es jetzt aktuell die Folge 8 bis 17. Beziehungsweise jetzt mit der neuen Folge, wenn die dann online ist, wird es dann
9 bis 18 sein. Das heißt, die letzten 10 Folgen kann man dort einmal nachhören. Es ist auch dann der Link zum RSS-Feed und zur Homepage und so weiter drauf. Aber das machen jetzt soweit eigentlich die ganzen anderen Podcast-Verzeichnisse auch, außer vielleicht den Podlove-Player. Aber der wirkliche Unterschied ist, dass man als Podcaster diese Seite nochmal bearbeiten kann oder gestalten kann und anpassen kann. Zum Ersten kann man wird nicht nur das Podcast-Logo eingetragen, sondern man kann auch ein Banner definieren, das dann angezeigt wird in der Kopfzeile sozusagen von der Homepage. Das eben für jeden Podcast unterschiedlich. Das heißt, da kann jeder Podcaster bzw. jedes Podcast kann seine eigenen Header-Banner definieren. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache und etwas, was eigentlich bei allen anderen Podcast-Verzeichnissen nicht wirklich geht. Das Zweite, was man machen kann, ist, man kann so den Seitenhintergrund definieren. Also das, was so rund um das Ganze ist, ein WordPress. So, jetzt kommt ein Radfahrer. Das heißt, ich werde kurz Pause machen. Ja, das Ganze baut auf ein WordPress auf und dementsprechend funktioniert das Ganze ein bisschen anders wie die meisten anderen Podcast-Verzeichnisse, die meistens mit irgendwelchen selber gestrickten Sachen daherkommen. Und es ist auch so, dass also durch das WordPress ist es halt so wie man das kennt, ja, es gibt in der Mitte so einen responsible Teil, wo eben der Inhalt angezeigt wird. Das heißt, das ist auch der Teil, der dann, wenn man es auf mobilen Geräten anschaut, dann verkleinert wird, schmäler gemacht wird und so weiter und sich dann entsprechend die Inhalte neu arrangieren. Und alles, was dann außerhalb von diesem Bereich ist, kriegt eine Hintergrundfarbe. Und normalerweise ist es bei diesen ganzen Verzeichnissen das Gleiche. Immer für jeden Podcast. Das macht Podbe auch anders, weil da kann man entweder eine benutzerdefinierte Hintergrundfarbe definieren, was ich jetzt derweil mal gemacht habe. Und zwar habe ich die Farbe von individuell unterwegs Schriftzug genommen und etwas heller gemacht. Und das habe ich dann als Hintergrundfarbe genommen, dass das nicht ganz so dunkel ist, sondern ein bisschen freundlicher. Man kann aber auch ein Hintergrundbild definieren. Das werde ich jetzt dann bei Gelegenheit mal machen. Habe ich jetzt im Moment noch nicht. Da muss ich mich mal spielen. Ich wollte es eigentlich reintun. Das Ganze kommt aber aus einem Google Webalbum. Eigentlich soll es funktionieren, aber irgendwie hat er mir das jetzt nicht genommen. Aber nicht weiter schlimm. Ich werde das Foto, was ich da haben will, einfach woanders hinspeichern noch und werde ich das dann von dort entsprechend dann halt einbinden in die Podbe-Seite und dann mal schauen, ob das funktioniert. Von dem her, ja, Podbe hat ein paar interessante Ansätze, gefällt mir persönlich sehr gut, deswegen bin ich dort dann auch noch dazugegangen. Zweiter Punkt ist natürlich, man könnte sagen, ja, aber noch ein Podcast-Verzeichnis ist ja voll unnötig und so. Ist es eigentlich nicht, weil jedes Podcast-Verzeichnis, in dem man drinnen ist, erhöht einfach die Chance, dass man gefunden wird. Das ist einfach mal so. Das nächste, wo ich wahrscheinlich den Podcast dann ab der Folge 20 hineinspielen werde, wird dann die Podunion sein. Das ist im Prinzip so ein Partnerprojekt oder wie auch immer von Podbe. Also zumindest arbeiten wir zusammen. Wie die jetzt wirklich genau zusammenhängen, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Spielt jetzt aber auch keine wirkliche Rolle. Auf jeden Fall ist die Podunion auch sowas ähnliches wie Podbe.
Das heißt, man kann dort dann für jeden Podcast mal eine eigene Seite anlegen und man kann dann auch für jeden Podcast wieder eine eigene Seite anlegen. Das muss ich mir noch anschauen, wie das genau dann sein wird. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da gibt es auch zwei mögliche Mitgliedschaften sozusagen. Die sind zwar beide kostenfrei grundsätzlich einmal. Muss ich mal schauen, welche von den beiden ich da mir schnappen werde. Aber das ist auf jeden Fall noch so das nächste Podcast-Verzeichnis, wo der Podcast auf jeden Fall reinkommt. Und wo ich halt immer noch so ein bisschen am Hadern oder wie auch immer man das jetzt nennen soll, bin, ist iTunes. Also iTunes ist ja so eine eigene Geschichte. Ne? Ich bin ja kein Apple-Benutzer, das heißt, ich habe überhaupt kein Apple-Gerät, nicht mal ein iPod. Dementsprechend habe ich natürlich auch kein iTunes installiert. Weshalb einfach, weil ich keine Verwendung habe dafür. So. Das ist aber das Problem. iTunes ist und bleibt nun mal weltweit gesehen das größte Podcast-Verzeichnis. Kann man jetzt sagen, was man will, aber das ist so. Und ich weiß, dass natürlich sehr viele von den Podcast-Hörern mit Apple-Geräten hören und dementsprechend iTunes verwenden. Und naja, das Problem ist halt, wenn man selber kein iTunes hat, kann man auch keinen Podcast eintragen. Weil das geht nur über das Programm. Wobei man aber eigentlich nichts anderes macht, sobald ich das mitbekommen habe, als in das Programm gehen und sagen, eigenen Podcast eintragen, man gibt die Feed-URL an und das war's. Recht viel mehr passiert nicht. Dann wird das Ganze eingelesen bei Apple, wird scheinbar nochmal von irgendeinem Mitarbeiter kontrolliert, ob das hier alles so okay ist, wie das eingetragen ist und vom Inhalt her und bla bla bla. Und dann wird das irgendwann freigegeben. Wobei es da schon Leute gegeben haben soll, die dann mehrere Monate gewartet haben, bis der Podcast überhaupt mal freigeschalten war. Was ich persönlich auch für eine ziemliche Frechheit finde, aber okay. So. Und was ich mich halt jetzt frage ist, wenn man eigentlich in dem Programm nichts anderes macht, als wie die Feed-URL einzutragen und vielleicht noch den einen oder anderen Parameter dazu. Wieso in drei Teufelsnamen kann man das nicht mit einem Webformular machen? Also Apple brüstet sich ja immer damit, wie super tolle User-Interfaces sie nicht haben und wie super userfreundlich das nicht alles ist, was sie machen. Und da muss ich ganz einfach sagen, Leute, seid mir nicht böse, aber das ist einfach scheiße. Ja? Weil im Enderfolg ist es ja so, dass man dem Apple iTunes als Podcaster zusätzlichen Content spendiert. So. Das heißt, eigentlich lebt iPhone, also das iTunes in dem Bereich vom Podcasting, lebt ja von den Podcastern. Weil ohne den Podcastern würde sich auch niemand die Podcasts anhören. Weil es einfach keine geben wird. Und ich glaube, ich bin sogar ziemlich überzeugt davon, dass Apple damit auch einiges an Marktanteil wahrscheinlich abhanden kommen wird. Und jetzt frage ich mich halt, wieso sträubt sich Apple das so dagegen, eine Möglichkeit zu schaffen, einen Podcast in das Verzeichnis eintragen zu können, auch wenn man kein iTunes hat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Muss man wahrscheinlich auch nicht. Egal. Es ist auf jeden Fall so eine endless Story, die irgendwie mir schon lange im Magen liegt und eigentlich würde ich den Podcast gerne eintragen, aber ja, ich sehe halt einfach nicht ein, wieso ich mir dieses iTunes-Zeug irgendwo installieren soll, nur damit ich diesen Podcast eintragen kann. Und ich ansonsten überhaupt keine Verwendung halt für das Zeug. Also so überhaupt nicht. Und ich aber ganz genau weiß, was iTunes anstellt. Ja, das heißt, das erste Problem ist ja schon mal, auf Linux läuft das Ding gar nicht. Ne? Geht einfach nicht. Es gibt es für Windows, es gibt es für Mac, aber Linux, die interessieren uns gleich mal gar nicht. Okay,
So, das heißt, ich müsste das jetzt irgendwo auf eine Windows-Installation draufpappen. Gut, ist ja jetzt nicht so, dass ich keine hätte. Aber ich weiß genau, was dann passiert. Was nämlich dann passiert ist, dass sich iTunes in alle möglichen Dateiformate als Standardplayer eintragt. Und dann irgendwie den CD-Brenner irgendwie dann nochmal okkupiert und so weiter. Ja, das sind alles so Sachen, das gibt's alles, das kommt alles vor. Und dann funktionieren wieder manche Treiber nicht mehr, weil irgendwie das CD-ROM plötzlich irgendwie so eine Apple-Geschichte drinnen hat und was weiß ich was, also dass der CD-Brenner dann irgendwie so eine Apple-Geschichte drinnen drüber laufen hat und dann auf einmal kann zum Beispiel der Deep-Burner nicht mehr drauf zugreifen oder was weiß ich. So. Das ist natürlich, sind natürlich alles Sachen, was mir schwer gegen den Strich geht. Und ich frage mich, wieso kann ich zum Eintragen nicht einfach ein Webformular haben? Ich verstehe es ja. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird in der nächsten Zeit den Podcast nicht in iTunes geben, weil ich das einfach ja nicht einsehe, warum ich das machen soll. Wenn wer von euch Zugang zu iTunes hat oder iTunes verwendet, dann meldet euch doch einfach einmal bei mir. Weil es geht ja wirklich nur darum, dass dieser blöde Feed eingetragen wird. Um was anderes geht's ja nicht. So. Und vielleicht findet sich ja bei euch da draußen irgendjemand, der das für mich machen kann. Dann wird sich dieses ganze leidige Thema iTunes für mich nämlich erledigen. Weil, was ja bei der ganzen Geschichte noch dazukommt, ist dadurch, dass das ja auf Linux nicht funktioniert, ich aber eigentlich mittlerweile zu 95% nur mehr auf Linux arbeite und auch auf der SSD nur Linux installiert ist und kein Windows, will ich auch nicht extra den Rechner in ein anderes Betriebssystem fahren, nur damit ich dort das iTunes anwerfen kann und diesen blöden Feed eintragen kann. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn sich von euch wer findet, der iTunes verwendet, vielleicht kann sich derjenige oder auch diejenige ja bemühen. Und vielleicht schaffen wir es dann so, dass der Podcast dort dann einmal eingetragen wird. Ja, wie auch immer. Gut, wieder genug gejammert. Bei der Becherhütte bin ich mittlerweile auch schon vorbei. Befinde mich also jetzt sozusagen schon im Endspurt hinunter zur Waldandacht. Und jo, ich werde diesen letzten Abschnitt jetzt noch hinter mich bringen, den letzten Kilometer oder was das noch ist. Und werde mich dann vom Auto aus nochmal bei euch melden mit dem Fazit zur Tour. So, Leute, zurück beim Auto. Jo, ich habe die Tour erledigt. Es waren jetzt ungefähr 12 Kilometer. Ja, das letzte Stück war eh bekannt. Schon von der letzten Tour keine großartigen Neuigkeiten mehr. Aber natürlich, wie immer, am Ende der Tour das Fazit. Grundsätzlich eine wunderschöne Strecke, landschaftlich von den Wegen her wirklich ganz, ganz toll und absolut empfehlenswert. Aber, das muss man auch sagen, es sind halt auch einige wirklich heftige oder anstrengende Anstiege dabei. Das sollte man einfach bedenken, wenn man die Tour gehen will. Also, und auch einige Gefällestrecken, die nicht ganz ohne sind. Also ich würde das auf alle Fälle ja mal einschätzen auf für Geübte. Also sicherlich nichts für Leute, die jetzt nur ja so einmal im Quartal oder so mal halt einen Ausflug machen wollen, sondern das ist wirklich nur zu empfehlen für Leute, die wirklich
mehr unterwegs sind und entsprechend ein bisschen Kondition mitbringen und Kraft mitbringen. Ansonsten, wer sich das traut, dem kann ich die Runde nur empfehlen. Ist wirklich super schön. Man hat ein paar sehr schöne Ausblicke, auch so Richtung Wien und ja auch Baden und Mödling. Und es ist einfach ein extrem hoher Pfadanteil auf der Tour. Das ist auch super und auch nicht überall so zu finden bei uns da in der Gegend im Wienerwald, weil der halt doch, ich sag mal, ja, jetzt eher halt Mittelgebirgscharakter hat und halt sehr gut erschlossen ist und dementsprechend halt viele breite, geschotterte Wege und Forststraßen entlang führen. Aber da muss ich sagen, ist wirklich ein sehr hoher Pfadanteil jetzt dabei gewesen und das war richtig schön zum Gehen. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Jo, ansonsten habe ich soweit mal alles los. Die ganzen Links, die ich so erwähnt habe und die Fotos und so weiter, kommen natürlich alle wieder in die Shownotes, so wie üblich. Ansonsten wünsche ich euch auf alle Fälle eine schöne Woche und natürlich wie immer auch viel Spaß bei euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at